Zebra und Lena als Autobahndetektive. Ein Hörspiel der Verkehrssicherheitskampagne Lieber sicher, lieber leben. Hallo liebe Kinder, endlich sind Ferien. Vielleicht seid ihr ja gerade mit euren Eltern oder euren Freunden und deren Eltern auf dem Weg in den Urlaub? So wie Zebra und Lena, die gleich im Auto von Lenas Eltern ein spannendes Reiseabenteuer erleben werden. Aber sagt mal, kennt ihr Zebra eigentlich schon? Hallo, ich bin's. Einige von euch haben ja bestimmt ein Zebra-Malbuch zu Hause. Oder zwei oder drei. Vielleicht hat Zebra euch auch schon einmal in der Schule besucht, wo es manchmal Theater spielt. Doch für alle, die keine Ahnung haben, wer Zebra ist, stellt sich unser Held jetzt einmal kurz vor. Also Zebra, erzähl doch mal, wer du bist. Ja, also eigentlich bin ich ja vor allem ein bisschen schüchtern. Aber andererseits auch wieder nicht. Also, was soll ich denn sagen? Na, wo du herkommst zum Beispiel und was du so machst. Ja, also am Anfang früher, als ich noch klein war, da war ich ein ganz normaler Zebrastreifen. Zwei freundliche Herren hatten mich, also die weißen Streifen, irgendwann auf die Straße gemalt. Einer von links und der andere von rechts. Und dann habe ich eben das gemacht, was man so macht als Zebrastreifen. Und was war das? Oh, ist doch klaro. Ich habe dafür gesorgt, dass Kinder und Erwachsene sicher die Straße überqueren. Und dann? Dann wurde mir irgendwann schrecklich langweilig. Und außerdem war es unbequem unter den Füßen der Leute und ihren Fahrrädern und Tretrollern und Kinderwagen und den ganzen LKW und Traktoren, die jeden Tag über mich hinübergerollt sind. Oh, mir tut immer noch der Rücken weh, wenn ich daran denke. Und dann dachte ich mir, ich könnte doch noch viel mehr dafür tun, dass die Menschen, die da auf mir herumlaufen, so hin und her und hin und her und hin... Ja, wir wissen schon, was du meinst, Zebra. Erzähl schnell weiter. Wir wollen doch noch eure Feriengeschichte hören. Na also, dass sich all diese Leute auch überall dort sicher durch den Verkehr bewegen sollten, wo ich nicht bin. Das wollte ich. Und dann bin ich aufgestanden, habe blaue Streifen bekommen anstelle der schwarzen, damit man mich nicht mehr mit den übrigen Zebrastreifen verwechselt und bin Verkehrsexperte geworden. Denn es macht mir tierisch Spaß, Menschen zu helfen. Das ist ja fabelhaft. Wirklich toll. Jawohl. Und das Tollste ist, dass ich jetzt sein kann, wo ich will. Und deshalb kann ich auch jetzt mit in den Urlaub fahren. Genau. Und mit wem bist du heute unterwegs? Mit mir. Ich bin Lena. Ich bin 8 Jahre alt und Zebra ist mein bester Freund. Wir haben uns auf dem Schulweg kennengelernt, als er noch in Streifen auf der Straße lag. Nachdem er dann Verkehrsexperte geworden war, habe ich ihn mal zum Mittagessen zu mir nach Hause mitgebracht. Ich finde es super, dass Zebra mit uns in den Urlaub kommt. Ja, das ist toll. Und richtig, da sind ja noch Michael und Sabine, die Eltern von Lena. Sag doch auch mal kurz Hallo. Hallo, Kinder. Na, dann kann's ja jetzt losgehen. Anschneiden, Lena und Zebra. Wir fahren los. Na, endlich! Oh, wie toll! Lena und ihr Freund Zebra sind ziemlich aufgeregt. Denn heute ist schon der 3. Ferientag und sie fahren endlich nach England ans Meer. Die beiden freuen sich schon riesig aufs Baden und Buddeln und aufs Spielen am Strand. Um nach England zu kommen, müssen sie zuerst eine richtig lange Strecke auf der Autobahn zurücklegen. Danach geht es quer durch Frankreich bis zur Fähre, die sie über den Ärmelkanal auf die Insel bringt. Taschen und Koffer, Badezeug und Bücher, Spielzeug und Sandalen sind sicher im Auto verstaut. Also, alles startklar, oder? Lena, zieh noch schnell die Jacke aus, bevor wir losfahren. Muss das sein? Auf jeden Fall. Gleich wird's dir zu warm und dann willst du bestimmt nicht warten, bis wir eine Pause machen. Wieso? Ich kann doch auch unterwegs, wenn... Du weißt doch, während der Fahrt bleiben die Sicherheitsgurte geschlossen. Ja, besser ist das. Ich zieh auch mal meine Jacke aus. So ein Quatsch, du hast doch gar keine an. Nur dein Fell. Am liebsten wären Lena und Zebra ja gleich am 1. Ferientag gestartet. Aber da hatten Michael und Sabine noch einiges vorzubereiten. Sie mussten Taschen und Koffer packen, Sonnencreme kaufen, Proviant und einen neuen Badeanzug für Lena. Auch das Auto ist jetzt urlaubsfit.
Sabine hat an der Tankstelle den Reifendruck und den Ölstand geprüft und die Scheiben geputzt, damit sie beim Fahren immer den Durchblick behält. Auf der Autobahn ist jetzt zu Ferienbeginn ganz schön viel los. Die vier kommen nur langsam voran. Na, das geht ja gut los. Ich würde eher sagen, da geht gerade gar nichts. Und jetzt die aktuellen Verkehrsmeldungen. Auf der A2 Richtung Magdeburg 15 Kilometer Stau am Berliner Ring. Achtung, auf der A12 in Richtung Frankfurt-Oder befinden sich Kühe auf der Fahrbahn. Bitte überholen Sie nicht und fahren Sie äußerst rechts. Du, Zebra, mir ist voll langweilig. Oh, Popalapap, wir spielen was. Dann vergeht die Fahrt wie im Flug. Oh ja, wir spielen, wir sind gar nicht im Auto, sondern in einem Flugzeug. Lena, geht's vielleicht ein bisschen leiser? Ich muss mich konzentrieren. Ja, besser ist das. Lass uns was Leiseres machen. Und was? Na, wir spielen Autos zählen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau-weiß gestreift. Oh, danke für das Kompliment. Ich finde mich auch ganz schön. Aber ich habe noch nie ein gestreiftes Auto gesehen. Und vielleicht ist es auch besser, dass es das nicht gibt, denn ein blau-weiß gestreiftes Auto könnte man zum Beispiel nicht von mir unterscheiden. Und ein schwarz-weiß gestreiftes Auto wäre auf einem Zebrastreifen überhaupt nicht zu sehen. Es wäre getarnt? Genau, und das wäre ziemlich gefährlich. Okay, dann nehmen wir eben blau und weiß, beide einzeln. Das sind nämlich meine zweite und meine dritte Lieblingsfarbe. Also ich bin für Gold und Silber. Das ist doch auch sehr hübsch. Gold und Silber lieb ich sehr, könnt es wohl gebrauchen. Aber die sind viel schwieriger zu sehen als zum Beispiel weiße oder blaue Autos. Na, da hast du natürlich recht. Aber deshalb macht es auch viel mehr Spaß, sie zu suchen. Na gut. Da! Eins. Zwei. Eins. Zwei. Drei. Drei. Vier. 25. Hey, du schummelst. 36. 47. 58. 69. 77. Lass uns was anderes spielen. Also schön. Wir zählen UFOs. Das ist doch öde. Hier gibt's doch gar keine UFOs. Wer weiß? Also ich meine, ich habe da vorhin eins gesehen. Das glaube ich nicht. Doch, ganz bestimmt. Es flog nämlich in den Urlaub, genau wie wir. Aber wenn es nur eins ist, macht das Zählen keinen Spaß. Da ist noch eins. Wo? Ach nee, ist doch nur ein Öltank. Na, Schönibum, was machen wir dann, Ibi? Irgendwas Cooles. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Hey, Moment mal, hast du das gesehen? Mensch, ich bin dran. Ja, aber da, der Wagen vor uns, das Silber... Nein, Gold. Nein, doch, silberfarbene Auto, das uns gerade überholt hat. Das Kleine da. Ein Oldtimer. Sportwagen. Zweisitzer. Nee, das ist doch nur ein Einsitzer, weil da nur einer drin sitzt. Und zwar auf der falschen Seite. Der fährt ohne Fahrer, siehst du? Da ist nur ein Beifahrer. Aber wie kann der dann überhaupt fahren? Hui, das ist echt komisch. Vielleicht ein Geisterfahrer? Nein, ein Geisterfahrer ist einer, der auf der falschen Seite auf die Autobahn fährt. Und das passiert nur ganz selten. Ja, aber einen Fahrer, den man nicht sieht, den kann man doch wohl auch Geisterfahrer nennen. Wow, wie aufregend. Guck mal, er blinkt. Der versucht uns abzuhängen. Da geht's zur Raststätte. Mama, ich muss mal. Das war aber gerade noch rechtzeitig. Ich kann aber auch eine Pause vertragen. Sabine ist hinter dem verdächtigen Wagen von der Autobahn zur Raststätte abgefahren und parkt das Auto auf dem Parkplatz von Tank und Rast. Alle vier steigen aus und Sabine verriegelt die Türen. Hey, da ist er! Lena will sofort über die Straße laufen, um sich den seltsamen Wagen ohne Fahrer genauer anzusehen. Da kommt ein Auto von rechts. Lena, halt, pass auf! Du weißt doch, erst stehen, dann gehen. Ja, erst den Verkehr checken, schon klar. Ganz schön hektisch hier. Also, wenn ich noch Zebrastreifen wäre, so wie früher, dann hätte ich hier jede Menge zu tun. Ich brauche jetzt einen Kaffee.
Soll ich dir einen mitbringen? Ja, gern. Einen Cappuccino bitte. Und für mich eine große Cola. Cola gibt es nicht. Da ist viel zu viel Zucker drin. Aber ihr könnt Saft haben. Lena, kommst du mit? Die Toiletten sind hinten im Restaurant. Also eigentlich muss ich gar nicht mehr so sehr. Geh trotzdem. Bei dem Verkehr kann es schon eine Weile dauern, bis wir die nächste Pause machen können. Ja, besser ist das. Na gut. Behalte so lange den Geisterfahrer im Auge. Aber unauffällig. Klaribum. Guck mal, ein Spielplatz. Ich gehe auf die Rutsche. Von da aus habe ich alles besser im Blick. Und vergiss nicht, dir die Hände zu waschen. Michael holt Kaffee für sich und Sabine und Saft für Lena und Zebra. Als Lena und er zurückkommen, rutscht Zebra gerade die Rutsche herunter. Juhu! Yippie! Das will Lena natürlich auch. Nacheinander klettern sie wieder nach oben. Hey, hier hat man ja wirklich eine tolle Aussicht. Hast du ihn schon gesehen? Du meinst den Zweisitzer? Ja. Nee. Während Michael und Sabine auf der Terrasse neben dem Spielplatz in Ruhe ihren Kaffee trinken und die Sonne genießen, wechseln sich die beiden Detektive mit dem Rutschen ab und behalten dabei den verdächtigen Wagen genau im Blick. Ah, da kommt der merkwürdige Beifahrer gerade aus dem Tank- und Rastrestaurant zurück. Zebra, da ist er. Hoffentlich fährt er jetzt nicht gleich wieder weg. Das glaube ich nicht. Im Moment steht er noch herum und sieht sich die Gegend an. Er scheint es nicht besonders eilig zu haben. Hoffentlich bemerkt er nicht, dass wir ihn beobachten. Und jetzt? Was macht er denn für komische Verrenkungen mit seinen Armen? Sieht so aus, als würde er jemanden winken. Aber wem denn? Er ist doch allein. Und wie sieht der überhaupt aus? Also, er ist klein, er trägt eine Schirmmütze, ein kariertes Jackett und eine sehr altmodische, weite Hose. Zebra, also... Die nicht bis ganz nach unten geht und die man Knickerbockers nennt. Das ist schon einmal sehr auffällig, denn so etwas trägt man heute eigentlich gar nicht mehr. Zebra, wie er aussieht, sehe ich selbst. Aber warum ist er so komisch gekleidet? Und warum lässt er seine Arme kreisen? Ich wünschte, wir könnten herausfinden, was er vorhat. Lena, Zebra, wir wollen weiterfahren. Wir kommen! Zur großen Überraschung von Lenas Eltern verlassen die beiden freiwillig sofort den Spielplatz und sind ganz schnell zur Stelle. Woher sollen sie auch wissen, dass Zebra und Lena es diesmal wirklich eilig haben? Denn als die vier den Parkplatz erreichen, ist auch der Beifahrer bereits auf seiner Beifahrerseite eingestiegen und, wie von Geisterhand bewegt, rollt der kleine Sportwagen wieder los Richtung Autobahn. Hier euer Saft und einsteigen! Auf langen Strecken wechseln sich Lenas Eltern immer wieder mit dem Fahren ab, damit sich einer von ihnen entspannen und der andere sich gut ausgeruht auf den Verkehr konzentrieren kann. So wie heute. Michael hat gerade für die nächste Etappe das Steuer übernommen. Ach schön, dann kann ich mal einen Moment die Augen zumachen. Schnallt euch wieder an. Klaribum! Siehst du ihn noch? Nö, der hat uns abgehängt. Großer Zebramist. Was diese Armbewegungen wohl zu bedeuten haben... Ob er wirklich jemandem ein Zeichen gegeben hat? Ja, sogar ziemlich viele Zeichen, wenn du mich fragst. So wie der da rumgewedelt hat. Und ich weiß auch genau, wem er sie gegeben hat. Wem denn? Das sage ich nicht. Und warum nicht? Na, zum Beispiel, weil du mir nicht glaubst. Ach, Zebra, bitte. Ich glaube dir, versprochen. Ja, aber an UFOs glaubst du zum Beispiel nicht. Du meinst, er hat irgendwelchen Außerirdischen eine Botschaft zugewunken? Aufgewacht, nachgedacht. In diesem besonders zweisitzigen Wagen mit einsitziger Nutzung gibt es keinen Fahrer. Dass da wirklich ein Unsichtbarer drin sitzt, ist unwahrscheinlichstens. Also, wie kann er sich fortbewegen, wenn er nicht ferngesteuert wird? Per Fernbedienung? Oh, das ist ja unheimlich. Zebra, du hast aber eine gute Spürnase. Jawohl. In so einem Fall muss man um die Ecke denken, sonst kommt man da nicht drauf. Und das heißt, irgendwo da oben, da über uns, gibt es tatsächlich ein UFO, in dem irgend so ein grünes Männchen sitzt und das Auto steuert? Schon möglich. Aber vielleicht ist es auch ein blaues Frauchen. Aber vielleicht ist das Raumschiff schon gar nicht mehr da oben, sondern irgendwo gelandet. Wie könnte dann jemand von der Besatzung sehen, dass der Mann ihnen Zeichen gibt? Stimmt. Es muss sich also um ein unsichtbares, unbekanntes Flugobjekt handeln, das zudem genau jetzt über uns schwebt. Lena ist jetzt von dem Gedanken, dass ihr Freund Zebra und sie einer außergewöhnlichen, einer womöglich sogar außerirdischen Geschichte auf der Spur sind, ganz begeistert.
Und sag mal, Zebra, wie machen die sich eigentlich unsichtbar? Ich glaube, das könnte so gehen, dass... Also zum Beispiel wie mit einem schwarz-weiß gestreiften Auto auf dem Zebrastreifen. Sie ziehen ihrem Raumschiff eine Tarnkappe über. Wie einen Umhang? Eher wie einen Pullover. Und dann? Na, dann sieht man nur noch Wolken und Blau, wo eigentlich ein Raumschiff ist. Ach, wie bei einem Chamäleon? Genau. Aber ist das nicht ziemlich gefährlich? Also, was ist, wenn jetzt ein Flugzeug kommt und der Pilot sieht nicht, dass da was ist und fliegt da voll rein? Das stimmt. Du, Zebra, gibt es da oben auch eine Straßenverkehrsordnung wie hier unten? Ja, so etwas Ähnliches. Flugzeuge haben ein Radar und sie dürfen sich auch nur auf bestimmten Routen bewegen. Ach so. Und hast du eine Ahnung, wo die hinwollen? Und meinst du, die haben den Beifahrer hypnotisiert oder so? Und was wollen die hier überhaupt? Wollen sie vielleicht jemanden entführen? Und warum beamen sie ihn nicht einfach aufs Raumschiff? Also, ich denke, damit verhält es sich so. Du, Zebra, der Mann trägt doch diese altmodischen Sachen. Vielleicht kommt er ja aus der Vergangenheit und das Auto ist gar kein Auto, sondern eine Zeitmaschine. Also eins weiß ich genau, nämlich, dass wir hier einer ganz und gar unheimlich geheimen Mission auf der Spur sind. Während Lena ihren Freund mit Fragen gelöchert hat und Zebra ihr endlich alles erzählen konnte, was er über Außerirdische weiß, ist die Zeit wirklich wie im Flug vergangen. Jetzt muss ich aber mal was zwischen die Kiemen kriegen, mir knurrt der Magen. Oh ja, lass uns Mittag essen. Michael fährt die nächste Raststätte an. Dort erwartet Lena und Zebra eine große Überraschung. Auf dem Tank- und Rastparkplatz steht, nicht weit von der Parkbucht entfernt, in die Michael gerade das Familienauto manövriert, der kleine Oldtimer, den die beiden auf der Autobahn aus den Augen verloren hatten. Gut gelaunt gehen alle vier ins Restaurant. Lena und Zebra werfen sich verschwörerische Blicke zu und grinsen. Natürlich hoffen sie, dass auch der Beifahrer hier seine Mittagspause verbringt. Sie sind deshalb ziemlich enttäuscht, als sie ihn weder am Buffet noch an einem der Tische finden. Und wie sehr erst, als sie nach dem Essen das Restaurant wieder verlassen. Denn der ferngesteuerte Zweisitzer hat sich in der Zwischenzeit einfach aus dem Staub gemacht. Ach, wie blöd, er ist weg. Echt blödissimo. Aber ein Zufall kommt selten allein. Vor allem, wenn man es mit Außerirdischen zu tun hat. Meinst du? Meinst du, wir treffen ihn nochmal? Ja, wer weiß. Lena, Zebra, einsteigen. Und weiter geht's. Jetzt hat Sabine wieder das Steuer übernommen. Oh, ich fahr noch mal schnell tanken. Wir sind schon auf Reserve. Sie fährt langsam vom Tank- und Rastparkplatz zu einer der Zapfsäulen hinüber. Und da... Hey, Lena, guck mal! Da ist er wieder! Schräg vor ihnen an einer der Zapfsäulen in der nächsten Reihe steht tatsächlich der kleine silberne Sportwagen. Gerade hängt der kleine Mann mit den Knickerbockers den Zapfhahn wieder in die Säule, dann öffnet er den Kofferraum und kramt darin herum. Als er gefunden hat, was er sucht, schließt er die Klappe vorsichtig und benimmt sich gleich schon wieder verdächtig. Mensch, was macht er denn jetzt? Hier, bitteschön! Die Antenne! Er schiebt die Antenne rein und raus. Er richtet sie. Nein, er repariert sie. Mit Pflaster oder sowas. Wo hat er das denn jetzt her? Aus dem Verbandskasten. Den gibt es in jedem Auto, denn das ist Vorschrift für alle Fälle. Aber wie die Antenne wohl kaputt gegangen ist? Vielleicht haben die Außerirdischen den Wagen einfach durch die Waschanlage gefahren, ohne dem Beifahrer zu sagen, dass er sie vorher einziehen soll. Und dann hat sie einen Knacks bekommen. Und jetzt ist der kleine Flitzer zwar blitzblank, aber sie können ihn nicht mehr fernsteuern. Das könnte sein. Obwohl die da oben doch bestimmt viel intelligenter sind als wir, oder? Also müssten sie das doch trotzdem können. Wer weiß? Zebra und Lena diskutieren noch eine Weile darüber, was Außerirdische alles können oder vielleicht können, vielleicht aber auch nicht. Inzwischen tankt Sabine den Wagen voll und geht in den Shop, um zu bezahlen. Als sie wieder herauskommt, hat sie 4 Eis in der Hand. Oh, wie toll! Eis! Gute Idee. Aber lass uns erst die Zapfsäule freimachen, bevor wir schlemmen, damit der Nächste tanken kann. Sabine fährt das Auto ein Stück weiter vor und parkt es am Rand der Tankstelle vor einem Grünstreifen mit einer Bank. Die vier lassen sich darauf nieder und genießen ihren Nachtisch, während der Knickerbockermann noch immer mit der Antenne des Sportwagens beschäftigt ist. Lena und Zebra lassen ihn nicht aus den Augen.
So, jetzt aber weiter. Wir haben noch eine ziemliche Strecke vor uns. Och, ich hab mein Eis noch gar nicht auf. Das darfst du ausnahmsweise mit ins Auto nehmen. Und wollt ihr nicht noch Mineralwasser kaufen? Ihr sagt doch immer, wir sollen viel trinken. Keine Sorge, es ist genug da. Und jetzt hopp, auf geht's. Na gut. Diesmal fahren sie also vor dem silbernen Flitzer auf die Autobahn. Lena und Zebra werfen noch einen Blick durch die Heckscheibe auf die Raststätte, von der sie sich schnell entfernen. Aber von dem Sportwagen ist nichts zu sehen. Schade. Jetzt werden wir das Rätsel doch nicht mehr lösen, oder? Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Zebra, was machst du da? Die Frage, ob wir der Sache noch auf die Spur kommen, ist eindeutig ein Fall für das Zebra-Orakel. Ich zähle die Antwort einfach an meinen Streifen ab. Das mache ich nämlich immer so. Weiß steht für Ja und Blau für Nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja, nein. Ja! Ja? Jawohl, mein Fell sagt Ja. Ach, gut. Lena ist von der ganzen Aufregung und Zebras ewig langem Herumorakeln ziemlich erschöpft. Müde lehnt sie ihren Kopf an das zebragestreifte Brustfell ihres Freundes und ist in 0, nichts eingeschlafen. Als Lena wieder aufwacht, steht das Auto auf dem Standstreifen der Autobahn. Die Motorhaube ist geöffnet und versperrt die Sicht nach vorn. Oh nein, hier stimmt doch was nicht, oder? Was ist passiert? Wir haben eine Panne, so viel ist sicher. Da vorne im Cockpit ging plötzlich eine rote Lampe an und danach ging blub, 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 blub ganz langsam der Motor aus. Dann haben wir hier gehalten und als Michael das Auto wieder starten wollte, ist es nicht angesprungen. Was gibt's denn da zu lachen, Zebra? Vielleicht hat das ja etwas mit den Außerirdischen zu tun. Ich lache bloß über einen glücklichen Zufall, denn wir haben tatsächlich Glück im Unglück, Lena. Pass auf! In diesem Moment schließt Michael die Motorhaube und Lena staunt nicht schlecht. Ein paar Zentimeter vor ihnen steht doch tatsächlich der kleine Zweisitzer. Komm, das sehen wir uns an! Nein, Lena, das ist zu gefährlich. Ich habe deinen Eltern versprochen, dass wir hier bleiben. Aber die beiden wissen doch gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Wir müssen sie doch warnen. Hey, du willst doch wohl nicht, dass hier am Ende noch ein Zebra von einem Lastwagen gestreift wird, oder? Nein, das will ich bestimmt nicht. Aber mach wenigstens das Fenster auf, dann können wir ihn belauschen und im Notfall eingreifen. Kein Problem. Ich schleppe sie ab bis zur nächsten Tankstelle. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich hole mein Abschleppseil. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und denken Sie daran, immer mitzubremsen. Michael und der seltsame Beifahrer, der, wie sich gerade zeigt, ein ziemlich netter Mensch ist, befestigen das Abschleppseil zwischen den beiden Wagen. Sabine holt das Warndreieck zurück, das sie einige Meter hinter dem Auto aufgestellt hatte, um nachfolgenden Fahrern zu signalisieren, dass sie eine Panne haben. Sie faltet es zusammen und legt es wieder in den Kofferraum. Dann steigen Sabine und Michael ein und weiter geht's. Fast lautlos gleiten sie hinter dem Zweisitzer her. Die Fahrt zur nächsten Tankstelle ist kurz. Dort angekommen steigen Michael, Sabine und Lena schnell aus. Als Zebra ein bisschen steif erst seinen Kopf und dann die Vorderhufe aus der Tür streckt, staunt der freundliche Helfer nicht schlecht. Ein Zebra in einem Auto? So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Waren Sie auf einer Safari? Nein, das ist mein Freund Zebra. Er ist ein echtes Stadttier. Und wenn ich ganz unbescheiden hinzufügen darf, Experte für Sicherheit im Straßenverkehr. Und wenn ich hinzufügen darf, auch für den da oben. Sehr interessant. Sprechen kann es auch noch. Aber was meinst du mit den da oben? Na, Sie wissen schon. Den unsichtbaren Flugverkehr da oben. Ach so. Während Lena, Zebra und der Fremde sich weiter unterhalten, telefoniert Michael mit dem Notdienst des Automobilclubs. Ja, wahrscheinlich ist die Zündung defekt. Wir brauchen dann wohl einen Ersatzwagen, oder? Das ist mir zum Glück noch nie passiert. Mein Auto ist zwar alt, aber ziemlich solide. Jedenfalls vielen Dank, dass Sie uns hergebracht haben. Kein Problem. Ich hatte allerdings vorhin selbst eine kleine Panne. Ich war mit den Wagen in der Waschanlage und hatte die Antenne vorher nicht eingezogen. Und dann hat sie einen Knacks bekommen und... Ja,
Das stimmt. Dann hat die Fernsteuerung für Ihren Wagen nicht mehr funktioniert. Ich musste die Antenne richten, damit ich die Verkehrsmeldung im Radio hören kann. Aber was meint ihr denn mit Fernsteuerung? Na, Sie haben doch keinen Fahrer und da dachten wir... Dass Ihr Auto irgendwie von jemandem, also von irgendwem da oben gelenkt wird. Von einem UFO aus natürlich. Aber ich bin der Fahrer. Jetzt verstehe ich, was ihr meint. Es ist nämlich so, dass das Lenkrad bei meinem Auto rechts ist. Das ist ein englischer Wagen. Kommt, ich zeige ihn euch. Und tatsächlich, Lena und Zebra kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Das Steuer sitzt auf der rechten Seite. Wie aufregend, dass sie schon hier auf der Reise einen echten Engländer treffen. Und ist in England der ganze Verkehr verkehrt herum? Ich werde nicht sagen verkehrt herum, denn wer weiß schon, was richtig herum ist. Das kommt immer auf die Sichtweise an. Aber ja, in England fahren wir auf der linken Seite. Deshalb ist es sehr praktisch, wenn das Lenkrad rechts angebracht ist. Und wenn man in England eine Straße überquert, dann schaut man erst nach rechts und dann nach links und dann wieder nach rechts, stimmt's? Stimmt, genau. Zebra freut sich, dass es verkehrstechnisch alles richtig herum gedacht hat und grinst zufrieden. Doch Lena hat noch ein paar Fragen, die unbedingt beantwortet werden müssen. Aber wenn Sie keinen Kontakt mit Außerirdischen haben, warum haben Sie dann vorhin so komische Zeichen gemacht? Zeichen? Na, mit den Armen. Das habt ihr auch gesehen. Ihr seid ja wirklich sehr guter Beobachter. Aber warum die Bumm? Das war Gymnastik. Wenn man lange fährt, ist es gut, wenn man sich in den Pausen bewegt. Das entspannt und hält wach. Ach so. Dann sind Sie also gar nicht von Außerirdischen hypnotisiert und entführt und dann ferngesteuert worden? Nein, auf keinen Fall. Aber in einem habt ihr natürlich recht. Ja? Also, ich bin zwar von dieser Welt, aber vielleicht ein bisschen aus einer anderen Zeit. Wie diese komischen Hosen? Zum Beispiel. Siehst du Zebra? Ich war auf einem Oldtimer-Treffen und fahre jetzt nach Hause. Lena, Zebra? Was haltet ihr davon, wenn wir uns auch ein bisschen mit Bewegung die Zeit vertreiben? Oh ja, zeigen Sie uns, wie das mit den Armen geht? Sorry, aber ich muss jetzt unbedingt weiter. Ich will morgen Mittag die Fähre nach Hause erreichen. Wir fahren auch nach England. Vielleicht treffen wir uns da. Gut möglich. Vielleicht bekommt ihr noch dieselbe Fähre wie ich. Und ich lade euch auf eine Tasse Tee ein. Das glaube ich nicht. Wir machen einen längeren Zwischenstopp in Frankreich. Aber nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Cheers, ihr beiden Meisterdetektiv. Good luck to you und eine gute Weiterfahrt. Tschüss! Zebra, Lena und Sabine stellen sich auf die kleine Wiese am Rand der Tankstelle und kreisen, drehen und schütteln ihre Arme und Beine gründlich aus. Das machen sie auch ohne die Anleitung des Engländers ganz gut. Und dann ist auch schon der technische Notdienst mit einem Ersatzwagen zur Stelle. Das Auto wird auf einen Abschleppwagen gezogen, die vier laden ihr Gepäck um und weiter geht die Reise. Du, Zebra? Ja? Irgendwie schade, dass es jetzt doch kein UFO war. Bist du eigentlich ganz sicher, dass es da draußen welche gibt? Wer weiß. Ja, nein. Ja, nein. Ja. Wie auch immer, eins steht jedenfalls fest. Wenn es tatsächlich Außerirdische geben sollte, dann werden wir ihnen sicherlich genauso fremd vorkommen wie sie uns. Ob es Zebra und Lena auch schon in England so gehen wird? Habt eine gute Fahrt. Danke. Goodbye. Tschüss. Zebra und Lena als Autobahndetektive. Eine Produktion der WBPR Public Relations GmbH im Auftrag des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft des Landes Brandenburg für die Verkehrssicherheitskampagne Lieber sicher, lieber leben in Kooperation mit der Autobahn Tank und Rast GmbH. Mit Marco Ammer, Daniel Felo, Sebastian von Merfeld, Julia Stöpel, Ian Wood und Martina Iska. Buch- und Aufnahmeregie Claudia Lohmann. Musikproduktion TVCP Berlin, komponiert und gespielt von Christian Ammann. Schnitt, Mischung und Sounddesign Etim Buskurt. Aufgenommen und produziert 2012 im Effendi Audio Solutions Studio Berlin. Produktionsleitung Thomas Stock.